Heute bei Bitte melde dich dreht sich alles um Familiengeheimnisse. Unterdrückte Wahrheiten, die oft ganze Lebensschicksale beeinflussen. Karl konnte 2020 nach Jahrzehnten seine Mutter wiedersehen, die kurz darauf verstarb. Doch dabei kam ein großes Geheimnis ans Licht. Durch den Tod deiner Mutter hast du natürlich auch noch das ein oder andere entdeckt. Dass ich eine Halbschwester habe, das hat mich ziemlich umgehauen. Mein Team und ich möchten dafür sorgen, dass Karls Familiengeheimnis vollständig aufgedeckt wird und er vielleicht sogar seine Schwester findet. Hier ist es, das Erste. Jetzt bin ich gespannt. Das alles jetzt bei Bitte melde dich. Fast jede Familie hat ihre Geheimnisse. Manche von ihnen werden mit ins Grab genommen. Andere kommen durch einen Zufall heraus, obwohl sie es nie sollten. Um solche Familiengeheimnisse geht es in der heutigen Sendung. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo, ich bin Julia Leischig. Wenn Tatsachen plötzlich ans Licht kommen, nachdem sie jahrzehntelang unter Verschluss gehalten wurden, ändert das oft alles. So wie bei Karl, der erst nach dem Tod seiner Mutter ein gut gehütetes Geheimnis erfährt. Unser erster Fall heute ist ein ganz besonderer. Es geht dabei um einen Sohn, den ich 2020 gefunden habe, Karl Grimm. Karls Eltern trennten sich kurz nach der Geburt und er wuchs bei seinem Vater und seinen Großeltern auf. Seine Mutter Manuela hatte 60 Jahre keinen Kontakt zu ihrem Sohn und bereute dies sehr. Martha, Manuelas gute Freundin, hatte sich an uns gewandt, um der schwerkranken Mutter ihren letzten Herzenswunsch zu erfüllen. Manuela, was wäre dein größter Wunsch? Karlchen. Ich meine, jetzt ist es ja groß. Kein Karlchen mehr sehen. Karl, wiedersehen. Wenn er überhaupt noch lebt oder wo ist, ich weiß es nicht. Ich begab mich auf die Suche und in Frankreich konnte ich schließlich den heute 64-jährigen Karl finden. Nach über 60 Jahren ging für Mutter und Sohn ein Traum in Erfüllung. Sie konnten endlich Frieden schließen. Doch nur wenige Wochen nach dem Wiedersehen verstarb Manuela. Ich habe Karl heute zu mir nach Köln eingeladen, denn kurz vor ihrem Tod erzählte seine Mutter von einem großen Familiengeheimnis. Karl, sehr schön, dich wiederzusehen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wie geht's dir gerade? Ja, es beschäftigt mich immer noch, das Ganze. Und es war sehr bewegend. Und es ist ein wahnsinniges Geschenk, dass sie ihm das gegeben hat, dass ich nur mal meine Mutter sehen konnte. Karl, kannst du mir beschreiben, wie es dann weiterging? Wir haben täglich miteinander telefoniert. Und ich habe aber gemerkt, dass je länger die Telefonate gedauert haben und die Zeit fortgeschritten ist, dass es schwächer wurde. Mhm. Ja, und an dem Tag, als er gestorben ist, hat sie sich von mir verabschiedet. Ich vermisse die Zeit, die ich nie mit ihr hatte. Ja. Das vermisse ich. Durch den Tod deiner Mutter und auch in dieser Zeit hast du natürlich auch noch das ein oder andere entdeckt. Mhm. Familiengeheimnisse. Richtig. Was kam raus? Dass ich eine Halbschwester habe. Das hat mich ziemlich umgehauen. Heidemarie heißt sie. Ich weiß, dass er ungefähr ein oder zwei Jahre älter ist wie ich. Mhm. Ich habe dann in Stuttgart auf dem Standesamt, da habe ich dann Nachforschung, aber ich kriege keinerlei Auskunft. Null. Was würde dir das bedeuten, deine Schwester zu finden? Sehr viel.
Sehr viel. Das wäre noch einmal so ein i-Tüpfelchen, wäre das. Nicht nur ein i-Tüpfelchen, das wäre eine Bereicherung für mich. Karl, wir beide kennen uns ja jetzt schon ein bisschen. Sind schon einen Weg zusammengegangen, sozusagen, ja, wenn ich das so sagen darf. Natürlich wussten wir als Team, ja, was jetzt alles so rausgekommen ist und dass es diese Schwester gibt. Und du bist hier, weil wir nach deiner Schwester gesucht haben. Okay. Wenn es geht für dich, dann würde ich es dir gern zeigen. Guck mal. Vor einigen Wochen haben wir mit der Suche nach Karls Schwester Heidemarie begonnen. Zuerst mache ich Lukas, der mich unterstützt, mit den Fakten vertraut. Ein möglicherweise hilfreiches Dokument für unsere Suche ist dabei ein Auszug aus Karls Familienbuch. Aus dem Familienbuch geht hervor, dass Mutter Manuela in erster Ehe schon mal verheiratet war mit Manfred Koschzig. Koschzig? Genau. Schwieriger Name? Ja. Die Ehe wurde geschieden, das ist da auch ersichtlich. Jetzt ist natürlich interessant zu wissen, ist dieser Manfred vielleicht der leibliche Vater der gesuchten Schwester? Dann würde Heidemarie vielleicht auch den Nachnamen tragen, Koschzig? Genau. Ja, das wäre natürlich auf jeden Fall ein wichtiger Anhaltspunkt. Selbst wenn Heidemarie wieder geheiratet hat und den Namen geändert hat. Es gibt aber noch jemand anderen, der eine wichtige Rolle spielt und der uns vielleicht helfen kann. Dazu erzähle ich dir jetzt noch was. Kannst du dich noch an Martha erinnern? Ja, Martha, die hat beim ersten Mal schon geholfen. Genau, das war ja die beste Freundin der Mutter. Und nach dem Tod von Manuela hat sie alle Unterlagen bekommen. Ich habe mit Martha schon telefoniert und für dich einen Termin gemacht. Denn ich wünsche mir, dass du die Unterlagen noch mal wirklich durcharbeitest und guckst, ob es da vielleicht noch irgendwelche Hinweise gibt. Ich habe dir deswegen hier noch mal das Familienbuch kopiert. Alles klar. Und hier ist der Kontakt von Martha. Die freut sich auf dich. Perfekt. Vielleicht kann sie noch ein zweites Mal helfen. Ich hoffe sehr. Grüße ganz lieb von mir. Mach ich. Am nächsten Tag macht sich Lukas auf den Weg nach Darmstadt, um dort Martha, die engste Freundin von Karls Mutter, zu treffen. Da vorne müsste es sein. Sie meinte nämlich, dass ein silbernes Auto davor steht. Da ist auch jemand. Hallo, Entschuldigung. Frau Ahlers? Hallo, ich bin Lukas Stege. Darf ich reinkommen? Hallo, ich bin die Martha. Martha, ich bin Lukas. Komm und sitz. Ja, sehr gerne. Schön, dass du es hier. Ja, hier kann man es aushalten. Ich sitze hier? Ja. Prima. Martha, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit heute nimmst. Du bist ja die beste Freundin von Manuela gewesen. Du warst ja auch dabei, als sie ihren Sohn, ihr Karlchen, nach 60 Jahren wieder in die Arme schließen konnte. Wie war dieser Moment für dich? Kann man nicht beschreiben. Weil es einfach zu schön ist, ne? Nur halt viel zu spät, ne? Weil sie ja dann kurz drauf gehen musste. Aber ich denke mal, das war eigentlich, war sie in dem Gefühl, sie hat ihn noch mal gesehen. Nachdem Manuela dann gestorben ist, da kam man ja so quasi ein Familiengeheimnis ans Licht, dass sie nämlich noch eine Tochter hatte. Was weißt du darüber? Gar nichts. Sie hat mir nie irgendwas davon erzählt. Martha hat nach dem Tod von Manuela ihre persönlichen Unterlagen erhalten. Lukas und Martha beschließen, diese Papiere gemeinsam zu durchforsten. Vielleicht verbirgt sich hier noch ein Hinweis auf den Vater von Heidemarie. Das sind die Unterlagen? Ja, da müsste alles drin sein, was ich noch habe. Mal schauen. Oh, ist jetzt nicht gerade wenig. Nein. Den beiden bleibt es nicht erspart, die vielen handgeschriebenen Unterlagen aus etlichen Jahren alle durchzulesen. Es gibt keine Struktur oder Ordnung. Sie müssen wirklich Zettel für Zettel durchgehen. Hier, wo ist mein Sohn Karlchen? Wo bist du? Da kann man die Sehnsucht drin sehen. Ja. Also das sind jetzt viele lose Notizen einfach nur. Teilweise belanglos, teilweise sehr persönlich, aber bisher halt noch kein einziger Hinweis auf den Vater von Heidemarie. Also, wir müssen weitersuchen. Ja. Lukas liest sich durch Telefonlisten, Einkaufszettel und Kalendereinträge.
Dann findet er eine Art handgeschriebenen Lebenslauf. Manuela hat hier zahlreiche Stationen ihres Lebens festgehalten. Moment mal, vielleicht habe ich hier was. Heirat der Stiefmutter, hier, Manfr Koschzig, ein Kind. Das muss sie dann ja sein, Heidemarie. Ja, hier drunter auch, Karl Grimm, ein Kind. Ja, genau. Das ist ja Karlchen dann? Ja, das ist Karlchen. Dann muss das ja die Tochter sein. Also es liest sich jetzt so, als ob Manfred Koschzig der Vater von Heidemarie ist. Also, oder? Ja, sehe ich auch so. Aber leider keine Adresse, keine weiteren Namen und nichts. Nee. Also hatte Manuela mit ihrem ersten Mann Manfred wirklich auch ein Kind? Und ist es unsere gesuchte Heidemarie? Lukas sucht weiter. Okay. Ja, hier ist jetzt auch nichts. Also, das war's. Ja. Aber immerhin, wir haben das rausgefunden. Ein Kind, Manfred Koschzig, das wird die Heidemarie sein. Ich denke auch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass ich diese ganzen persönlichen Unterlagen hier durchschauen durfte. Und vielleicht finde ich sie ja. Das wäre schön. Dann hätte Karl noch eine Schwester. Hoffen wir es. Dankeschön. Alles klar. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Es wird immer wahrscheinlicher, dass Manfred Koschzig der Vater unserer gesuchten Heidemarie ist. Diesen müssen wir jetzt finden. Ich habe dazu eine Anfrage bei den entsprechenden Ämtern gestellt. Mit Erfolg. Lukas ist auf dem Weg nach Unterschleißheim. Wir haben jetzt eine Adresse von Manfred Koschzig bekommen. Demnach war er das letzte Mal in Unterschleißheim bei München gemeldet, Mitte der 80er Jahre. Ja, und auch wenn das jetzt schon so rund 40 Jahre her ist, versuche ich trotzdem vor Ort irgendetwas herauszufinden. Endlich haben wir eine genaue Adresse. Lukas fährt in die St. Benediktstraße. Ah, hier ist die 4. Perfekt, kann ich direkt vorm Haus parken. Ob Lukas hier Manfred Koschzig nach über 40 Jahren noch finden kann und somit Karls Schwester? Ja, sehe ich schon gleich. Koschzig ist nicht dabei, das ist zu lange her. Ich fange einfach mal hier oben an. Vielleicht gibt es noch jemanden, den kennt oder kannte. Hallo, guten Tag. Lukas Stege hier. Ich suche einen Manfred Koschzig. Vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Bleibt er leider nicht. Gibt es denn jemanden, der hier wohnt, der schon etwas länger in diesem Gebäude ist, der ihn vielleicht kennt? Bei Özkan, der ist der Hausmeister, der wohnt seit Jahren. Özkan? Hausmeister? Ja, genau. Okay, perfekt. Dankeschön. Gerne. Hallo, guten Tag. Lukas Stege hier. Ich habe eine Frage, vielleicht können Sie mir helfen. Tada. Ach, da hinten. Hallo. Hallo, nicht erschrecken. Ja, was ist denn? Alles gut. Entschuldigen Sie, ich mache mal kurz Licht an, sonst sehe ich Sie gar nicht. Ich möchte wissen, was ist das aufgenommen? Also bitte. Das ist von Julia Leischig sucht. Bitte melde dich von Sat.1. Mhm. Wir suchen vermisste Personen. Achso, ja. Genau, nicht erschrecken. Nein, nein. Ich suche einen Manfred Koschzig. Der war mal hier gemeldet, Mitte der 80er Jahre. Ist schon ein bisschen her, aber vielleicht kennen Sie ihn ja. Koschzig. 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 Nein, ich habe ehrlich nicht. Okay. Nein. Der hat vermutlich eine Tochter, die heißt Heidemarie. Sagt Ihnen das irgendetwas? Heidemarie? Ich kenne nicht, ehrlich. Tut mir leid, ehrlich, kenne nicht. Gibt es denn jemanden hier in diesem Gebäude, der schon länger hier lebt? Ja. Auch vielleicht auch aus den 80ern, 90ern, die den vielleicht noch kennen? Ja, ich seit 80, also hier, 83 hier wohnt. Aber die Namen kenne ich nicht überhaupt. Okay, also Manfred Koschzig sagt Ihnen gar nichts? Ehrlich nicht, ich kenne ihn nicht. Trotzdem vielen Dank. Dankeschön, bitte, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, okay. Alles klar. Tschüss. Also, tschüss. 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 Hier kommt Lukas also nicht weiter. Er versucht es bei den Nachbarn, die eventuell schon länger hier leben könnten. Guten Tag. Entschuldigung, kurze Frage. Ich bin auf der Suche nach einem Manfred Koschzig. Der müsste hier vorne mal gewohnt haben. Hab ich noch nie gehört, nein. Sagt Ihnen nichts? Sagt mir nichts, nein. Müsste eine Tochter haben, die Heidemarie heißt? Sagt Ihnen das vielleicht was? Nein. Auch nicht. Okay. Nein, kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Trotzdem Dankeschön. Bitte. Tschüss. Tschüss. Hallo, guten Tag. Eine kurze Frage, ich bin auf der Suche nach jemandem. Ja. Manfred Koschzig, sagt Ihnen das was? Nein. Gar nichts? Nein, gar nichts. Trotzdem gar nicht. Danke.
Manfred Koschzig. Sagt Ihnen der Name etwas? Na. Also letzter gemeldeter Wohnsitz war Mitte der 80er, hier vorne, gleich um die Ecke. Sagt Ihnen gar nichts? Wie lange wohnen Sie schon hier? Ja, dritte Generation selbst. Okay. Ich bin 57 jetzt und wohne schon immer da. Aber bekannt, also wenn der schon längere Zeit da wäre, so alteingesessen und der Schleißheimer ist uns nicht bekannt. Koschzig? Ja, schwieriger Name. Nicht? Sagt mir gar nichts. Manfred Koschzig, sagt Ihnen das was? Nein. Trotzdem Dankeschön. Bitte. Tschüss. Tschüss. Ja, so ein kleines bisschen Hoffnung hatte ich ja schon, aber nach so vielen Jahren kann sich ja einfach niemand mehr an Manfred Koschzig erinnern. Und das bedeutet, ich habe überhaupt keine Spur zu Karls Schwester Heidemarie. Zwei Wochen später. Ich habe in der Zwischenzeit weiter recherchiert. Und tatsächlich, durch verschiedene Ämter konnte ich die Bestätigung erhalten, dass die gesuchte Heidemarie die Tochter von Manfred Koschzig ist. Und es kommt noch besser. Also ich habe wichtige Post bekommen vom Standesamt in Stuttgart. Aus dieser Mail geht nämlich hervor, dass unsere gesuchte Heidemarie am 23.01.54 in Stuttgart geboren wurde. Und, was noch wichtiger ist, am 22.12.72 kam es zu einer Eheschließung, auch im Standesamt Stuttgart, Bad Cannstatt, mit einem Karl Kranz. Leider konnte ich da jetzt noch keine Adresse recherchieren. Aber ich habe was anderes rausgefunden. Denn aus dieser Ehe geht ein Kind hervor, Melanie Kranz, die heute Hoffmann heißt. Und zu der habe ich eine Adresse gefunden. Ich habe mich dann direkt auf den Weg nach Stuttgart gemacht, zu der möglichen Tochter von Heidemarie. Ja, hier soll Heidemaries Tochter, also Karls Nichte, leben. Hoffentlich ist sie da und hoffentlich stimmen meine Informationen. Ja, hier, 19. Hier ist es, das erste. Hoffmann. Jetzt bin ich gespannt. Kommt aber jemand. Hallo. Oh, kein Scheck kriegen, hallo. Ich bin Julia und ich bin auf der Suche nach Melanie Hoffmann. Ja. Sind Sie das? Ja. Dürfte ich fragen, heißt Ihre Mutter Heidemarie? Ja. Und ist sie eine geborene Koschzig? Ja. Ja? Ja. Kennen Sie mich? Ja. Ja. Okay. Dürfte ich vielleicht kurz erklären, warum ich Ihre Mama und dementsprechend auch Sie suche? Ja, klar. Ja? Natürlich. Darf wollen ich? Sie reingucken? Ja. Sehr gerne. Da spricht sie es leichter. Ja. Vielen Dank. Freue mich sehr. Ja. Das ist deine Nichte, Melanie. Okay. Und was ist mit meiner Schwester? Das sehen wir jetzt gleich, denn ich habe mich dann erstmal mit deiner Nichte zusammengesetzt. Okay. Und wir haben uns unterhalten. Okay. Wir gucken weiter, ja? Ja.